Hallo, willkommen zurück. Weiter geht's. Und zwar, ja, ich habe gerade die Pingbox unboxed und jetzt kommt der erste Adventskalender im Jahr 2022. Habe ich bestellt, ja, und der ist heute auch gekommen. Happy Holiday in the Happy New Year. Der Maybelline Adventskalender. Ja. Den wollte ich mal von Maybelline und ja, den klappt man dann so auf, aber ja, es ist dann nicht ganz so und dann Happy Holiday, ne? Ja, ich habe mich mit einer Schere eigentlich bewaffnet gehabt, habe ich gesagt, aber ja. Ja. Ich habe jetzt hier doch keinen Platz. So, jetzt muss ich meine Schere wiederholen. Seht ihr das? Jetzt seht ihr, das ist klar, ne? Das ist, ja, mache ich dann nachher. Okay. So, Schere habe ich. Zum Aufmachen und rausholen die Sachen, die so ein bisschen schwer gehen. Ja, und dann machen wir mal die Nummer 1 auf. Ich hebe den nicht jedes Mal hoch, ne, weil da ist dann die Nummer 1 und dann schauen wir mal, was da drin ist. Ne? Oh ja. In der Nummer 1 ist ein Color Tattoo drin. Ja, und so ein Bronze End. Und Color Tattoo 24 Stunden on and on Bronze. Das ist diese Farbe, ne? Ja. Sehr schön. Jo. Jo. So diese Bronze Farbe. Hübsch, ja. Color Tattoos, die halten länger, die sind sehr gut, ja. Oh ja. Hier haben wir die Nummer 2. Ist etwas länglicher. Ja, das ist eine Mascara, wo da drin ist. So. Einen Moment, mich stört jetzt da was. Ja. So, jetzt habe ich ein bisschen... Ja, wenn man hier keinen Platz hat, klar. Jo, die Nummer 2 war diese Falsies Lash Lift Mascara von Maybelline. Ja, das ist doch mal gut, das ist so kleine Probegröße, ist immer gut. Ja, mag ich. Ich mag es nicht auf wegen Bürstchen, weil sonst trocknet mir das ein. Also ich mache die immer erst auf, wenn ich es verwende. Schön, dann nehme ich jetzt gleich den Karton her von der Pingbox. Die Nummer 3. Ja, da oben, das ist sogar eine große. Aha. Okay. Oh. Das ist doch was Gutes. Face Studio Prime. Primer, Hydrating Primer. Base Deter Hydratante with Hyaluronic Acid. Oh ja, 30 Milliliter, das ist eine Originalgröße. Finde ich doch mal gut, ein Primer. Ja, Primer. Feuchtigkeitsspendender Primer. Sehr schön. Ja, was wird der kosten? Auch 6, 7, 8 Euro, ne? In dem Dreh, also... Also für die Nummer 3 ist das doch mal nicht schlecht. Ein Primer ist immer gut. Ah ja, das ist so eine... Ich habe jetzt so ein kleines Körbchen rausgenommen. So weiß ist das. Ja.
Ja. So, habe ich. Hier, ne, habe ich den Brei mal dafür reden. Sehr schön. Ja. Ist Feuchtigkeit spenden, das merke ich hier schon, das kleine bisschen. Ja, für die Nummer 3, so kann es weitergehen. Ja. Hier haben wir die Nummer 4. Guck mal vor, jetzt hat man schon Weihnachten. Jetzt im September. Ah ja, die Nummer 4 ist, ja, eine Feile, so ein Feilblock, dreibrigens polieren, glänzen, feilen, ja, ebnen, genau, es ist so ein Erfüll Dings, ne? Klar, muss auch drin sein. Ach, ich habe zwar genug Feilen, aber ach Gott, bin ich gar nicht böse drüber. Muss auch drin sein. Ja, der Adventskalender hat übrigens 48 Euro gekostet. Das war die Nummer 4. Die Nummer 5 ist da oben. Okay, da haben wir die Nummer 5. Okay, oh, schön, Nagellack. Von Maybelline, ein Gel-Nail-Lacker, fast. Also schnell trocknen da auch. Also hast Fast Gel. Wow, Red Punch. Sehr schönes Rot. Aha. Ja, so ein weihnachtliches Rot. Sehr schön. Darf nicht fehlen, in keinem Adventskalender darf das fehlen. Ja, das war jetzt die Nummer 5. Na, ist doch gar nicht mal schlecht. Jetzt schauen wir mal, was in der 6 ist. Nikolaustag. Ist ein Nikolaus. Ja. Oh. Ist das ein Lippenprodukt? Glaube, ja. Ich glaube, das ist ja so ein, oh ja, Lippenprodukt, ne? So schaut es aus. Ah ja, genau. Oh ja, das ist diese Farbe, hübsch. Das ist die Nummer 6. Ja, ist eine sehr schöne Farbe. Oh ja, so Mood natürlich, ne? Ja, hübsch. Super. Mag ich. So. Ich habe deine Pinkbox auch schon bestellt, aber die mache ich dann Weihnachten auf. Ne? Das ist, ja. Das war der Nikolaus. Sehr schön. Quatsch. Da war es, der 6. Ja, genau. Nikolaus. So, dann haben wir die Nummer 7 da. Oh, das ist ein großes Türchen. Oh, ganz großes Türchen. Oh. Ui. Ui. Ja, ist sehr, sehr schön, weil wir haben da eine Originalgröße von Kiehl's Damask. Also von Maybelline natürlich Soft Make-up Remover. Fresh Lotion, Lotion Frische, zum Make-up-Entferner, eine richtig schöne Größe, also wahrscheinlich nicht für wasserfestes Make-up, ne? Ja, Make-up-Entferner, sanfter, ja. Wenn es kein Zwei-Phasen ist, wir gucken einmal, wie weit man da kommen mit dem, ne? Aber schön, Originalgröße, neues Format, okay. Das sind drin 150 Milliliter. Ja, ist doch gut. So, das war die Nummer 7. Jetzt kommt die 8. Die lacht. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Ja. Bin ja froh, dass ich hier Hilfsmittel genommen habe. Ein Keil, wie das ausschaut. Oder ein Augenbrauenstift. Irgendwas in dieser Richtung ist es.
Nee, also das, boah, jetzt haben wir es. Endlich, so schaut er aus. Ich, ja, nee, das ist schon ein Schwarzer, glaube ich. Maybelline New York Tattoo Liner, ja. Sharpen Nabel Gel Pencil, ah. Eyeliner in Deep Onyx. Deep Onyx, ja, ist schwarz. Ja, schön weich ist er. Prima. Sehr schön. Ja, mag ich ja alleine. Das war die Nummer 8. Genau, jetzt kommt die Nummer 9. Da haben wir, Aha. Cheekit Maybelline 20 Rose Flash, ja. Sheer Gel Creme Blush, ja. Das ist so ein Blush. Creme Blush. Den lasse ich jetzt zu, vielleicht wandert der weiter, weil ich mag immer solche Creme Blushs nicht, aber schauen wir mal, auf jeden Fall, doch, ja. Das war die Nummer 9. Ja, jetzt kommt die Nummer 10. Aha. Ein Nagellack, aber ein Super Stay Forever Strong. Nee, ein durchsichtiger. Ja. Forever Strong, also ein fester Super Stay Nagellack, ja. Ja, kann man als Unterlack, kann man es auch verwenden, ne? Strong, ja. Kann man immer gebrauchen, durchsichtigen Nagellack als Unterlack verwenden. Das war die Nummer 10. Okay, dann kommt die Nummer 11, ist da oben. Die 9 habe ich doch schon gehabt, oder ja, die 9, genau. Das war die 10 jetzt. Kommt die Nummer 11, ist wieder ein längliches Türchen. Ja, eine Mascara, die Maybelline Extreme Volume Effekt, die gelbe da, die habe ich noch nicht gehabt, kenne ich noch nicht. The Colossal Go Extreme von Maybelline. Ja. Sehr schön. Ja. Es kann so weitergehen. Das war die Nummer 11. Ja. Ja, da ist die Nummer 12. Das ist wieder ein dünnes, langes. Das ist wieder ein Stift oder was drinnen. Ein Liner. Ja, genau. Ein Liner ist da drin. Und zwar ist das die Nummer 33, Black Kajal, ja, das andere nehme ich auch als Kajal, so schaut er aus, in Schwarz, ja, super, das andere ist mehr Gel-Eyeliner gewesen, kann aber auch schön weich, super, ja, hübsch, ja, immer gebrauchen. Das war die Nummer 12, genau. Jetzt kommen die 13. Da unten haben wir die 13. Ups. Ups, ups, ups. Was haben wir hier? Ah, das ist so. Ja. Für das Wow auf deinen Nägeln. Ja, genau. Ja, und das sind dann solche Motive mit Sterne. Ja, so süß. Sternchen, Schleifchen, Herzchen.
Ja, Schneeflocken. So wenn Weihnachten ist, ne? Kann man das gebrauchen. Ja, das ist so Sticker halt, ne? Nagelsticker. Ja, ist nicht schlecht. Ich mag ja solche Spielereien auf den Nägeln. Jo. So. Ja. Das war die Nummer 13. Genau. Jetzt die Nummer 14. Die Nummer 4. Das ist 22, 15. Die 17, 23, 14. Ah, da ist die 14. Ha, die habe ich jetzt genau vor meiner Nase. Die habe ich gar nicht gesehen. Ipsala. Ah, wieder eine Wimperntusche. Die Kiehl's. So, die 14, ja. Ja. Ist auch wieder sensationell, das ist schön. Volume-Effekt. Noir. Ja, ist schwarz. Ist eine Mascara natürlich, wieder Lash Sensational. Und zwar ist es die, ich kenne keine von Maybelline noch nicht. Also, ja, das ist auch eine Probiergröße, das ist nicht so schlecht, das kann man schön austesten, ist eine schöne Größe, wo nicht nach zweimal verwenden gleich leer ist. Nee, ist gleich schön. Da ist hin drin. Ja, das war schon die dritte Mascara. Nein, das sind glaube ich die gleiche Größe. Ja, müsste sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ist da drin. Äh, 6M. Keine Ahnung. Midnight Black ist es, okay. Ja, auf jeden Fall ist die natürlich. Und bei den großen Seite 12 Milliliter vielleicht, ja, 6 oder so, ne? Das ist die große und das sind noch die zwei kleinen. Ja. Mascaras gehen auch immer. So, das war jetzt die Nummer 14, ne? War das, ja. Die Nummer 14 war das, genau. 10. Ja, genau, die Nummer 14. Ja, jetzt kommt die Nummer 15, die ist gleich hier. Oh, ein schönes Rot. Auch ein Nagellack. Super Stay Forever Strong 7 Tage Gel Nail Color. Ist das eine schöne Farbe? Boah. Ein schönes Rot. Wow, das ist mehr so ein Bärenrot ist das. Wow. Echt ein schönes Rot. Wow. Hübsch. Ja. Und es ist Originalgröße, ne? Das sind so, ja. Super Stay von Maybelline. Das ist die Nummer 501. Rouge Lac Cherry Sin, okay. Sehr, sehr hübsch. Oh, ja. Ja, das war die Nummer 15. Jetzt kommt die 16. Wir nähern uns mit Riesenschritten. Das ist eine dünne, lange wieder. Das könnte wieder ein Stift sein. Mit Riesenschritten nähern wir uns Weihnachten. Ja, ist ein Stift, aber wie es ausschaut, ist das ein Lip Liner. Color Sensational.
Lippleine, genau. Ja, sehr hübsche Farbe. Ich glaube, das ist sogar die Farbe wie der Lippenstift. Den setzen wir mal daneben. Ja. Passt zusammen. Sehr hübsch. Ein Lippliner, wunderbar. Das war die 16. Jetzt kommen die 17. Neunzehn, 17, gleich nebendran. Wer kommt denn da drauf, dass das 17 gleich nebendran ist? Ja. Ah. Super Stay Ink Crayon. Crayon ist auch was für die Lippen. Super Stay, also das ist ein, ja, so ein haltbarer Lippenstift, denke ich mal. Ja. Auch eine schöne Farbe. Ja, das sind so Nude-Farben, ne? Sehr schön. Oh ja, da neben die schwarzen ist auch sehr schön. Oh ja, ist eine hübsche Farbe, gefällt mir sehr. Gut, das war die Nummer 17, jetzt kommt die Nummer 18, die ist hier, alles in einem Bereich, sehr schöne Farbe, Lippenfarben. Von Maybelline noch nichts, von Baby Skin, ja. Die habe ich ja in groß, habe ich mir erst gekauft, diesen Primer von Baby Skin von Maybelline. Ja. Instant Pore Eraser. Der ist wirklich schön. Wirklich gut. Da ist drin 10 Milliliter. Ja. Geht doch auch, ne? Ja. Schön. Das war die Nummer 18, genau. Jetzt kommt die Nummer 19. Die ist auch hier, ist alles hier in dem Bereich. Dann haben wir die ganzen Türen hier zu. Dann kann ich den gleich wegtun, weil, ja. Was ist das? Ach, das ist von Invisible Bubbles. Das sind so Haarklammern. Ja, die kann ich nicht gebrauchen. Das ist die Nummer 19. Ja, die gehen weiter. So Haarclips, Haarklammern. Die kann ich nicht gebrauchen. Ja, die Nummer 20 ist da oben. Oh, ein Nagellack. Ein Gel-Nagellack. Eine Nude-Farbe, der ist sehr hübsch, fast Gel. Habe ich auch schon fast Gel. Ist das ein schnell trocknender oder Bit of Blush ist die Farbe Nummer 4. Ja, das ist die Farbe, so eine Nude-Farbe. Sehr, sehr schön auch. Ja. Hübsch, Leberwurstfarben, sagt man. Ja, jetzt haben wir 4 Nagellacke. Das reicht aber jetzt. So, das war die Nummer 20, ne? Dann kommt die Nummer 21, die ist da unten. Ja. 21 ist da unten. Okay. Ausschaut wieder ein Lipliner. Ja. In Dusty Rose. Sehr schön. Die Nummer 50, Dusty Rose. Color Sensual. Ja. Ist halt
ein Liebleiner, ne? Genau, das ist so die eine. Eine Farbfamilie. Ne? Ja, ist hübsch, gefällt mir. Ja. Dann die Nummer, das war die Nummer 21, ne? Ja. Die Nummer 22 ist ein viereckiges. Oh, Kalatatur wieder. Okay. In der Farbe Riskmaker. Das ist ein Schwarz. Wow. Ja, das ist die Farbe Schwarz. Ist gewagt, aber für Smokey Eye, aber oder dass man einen schönen Effekt bekommt, tut man Schwarz als Base drunter und dann, ja, kommt das andere praktisch drüber, ne? Das ist die Nummer 22, ja. Ja. Ist schwarz, ist super. Kann man schon was mit anfangen zu Color-Tattoos, ja. Das war die Nummer 22, genau. Die Nummer 23 ist da unten. Das ist auch wieder ein Stift oder was. Auch wieder was Längliches. Ja, die Farben sind sehr schön von Nagellacke und Lippenstift. Ja. Aber ja. Und nochmal einen Liner, einen Tattoo-Liner in Grau. Ja. Gelbenzel. Ja. Das ist dann die Farbe Grau. Oh mein Gott, das war jetzt eine schwere Geburt. Ja. Auch wieder so ein Tattoo-Liner, klar, kann ja nehmen. Ne? Das ist dann die Farbe, das so blau ist es. Ja, oh ja. Sehr schön. Ganz dunkles Blau ist es. Sehr hübsch ist der. Ja. Sehr hübsch. So, na, das ist eine schöne Farbe. Oh ja. Jetzt kommt Heiligabend, die Nummer 24. Und somit das letzte Türchen. Ja, und da haben wir wieder eine Mascara drin. Die Maybelline New York Sensational Lucius. Ja. Natürlich auch in Schwarz nehme ich an. Ich glaube, das ist eine doppelte, ne? Weil das sind zwei so Dinger drin. Ja, kann man zweimal aufmachen. Ich verstehe es jetzt zwar noch nicht ganz, aber ja, muss ich mich mal schlau machen. Nee, 9,5 Milliliter. Very black. Ja, was black, ne? Ja, ist auch wieder so die. Ja, da kann ich mich jetzt durchtesten, mal mit Mascaras von Maybelline und Lippenprodukten schön. Habe ich noch nicht um den einen Primer, außer den Baby Skin. Aber sonst habe ich noch nichts von Maybelline und ja, den Tattoo-Dings, diese Farben habe ich auch nicht. Sehr schön. Ja, unser Kalender ist jetzt zerrupft und kaputt und ja, auf jeden Fall haben wir alles aufgemacht, alles gezeigt. Jo. Genau. Und jetzt kann ich die Sachen runterschmeißen und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ne? Tschüss.